Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, liebe Eltern. Mein Name ist Karin Frank und ich koordiniere die Oberstufe hier am Gymnasium Förde. In dieser Präsentation möchte ich euch und Ihnen einen Überblick über die Oberstufe geben. Am Anfang der Präsentation steht ein Überblick über den Aufbau der Sekundarstufe 2, also der gymnasialen Oberstufe. Um die Möglichkeiten des Wählens voll auszuschöpfen und zugleich alle Pflichtbindungen, die es leider auch gibt, zu erfüllen, muss man bei den Wahlen die gesamte Oberstufe mit Einführungsphase und Qualifikationsphase in den Blick nehmen. Denn die Wahl der Leistungskurse und weiterer Abiturfächer wird schon bei den Wahlen zur Einführungsphase mit angelegt. Da in der Oberstufe jeder Schüler bzw. jede Schülerin eine individuelle Schullaufbahn wählt, schreibt auch nicht jeder in jedem Fach Klausuren. Es gibt Fächer, die von allen schriftlich belegt werden müssen, andere, die nur unter bestimmten Umständen schriftlich zu wählen sind. Da das Ganze auf den ersten Blick sicher sehr komplex erscheint, bündle ich am Ende noch ein paar Hinweise zur Wahl und gebe Informationen zum weiteren Ablauf. Die gymnasiale Oberstufe beginnt mit der Einführungsphase, also der Jahrgangsstufe 10. Am Ende der Einführungsphase steht eine Versetzung, die gleichzeitig auch den mittleren Schulabschluss beinhaltet. Danach folgt die Qualifikationsphase mit den Jahrgangsstufen 11 und 12, die auch Qualifikationsphase 1, also Q1, und Qualifikationsphase 2, Q2 genannt werden. Am Ende der Qualifikationsphase wird man zum Abitur zugelassen und absolviert dann die Abiturprüfung, die einen zum Abitur führt. In der Einführungsphase werden zunächst 11 bis 12 Grundkurse belegt. Und wenn man diese Grundkurse wählt, muss man im Kopf haben, dass es so etwas wie ein Kontinuitätsprinzip gibt. Das Kontinuitätsprinzip besagt, dass jeder Kurs, den man im Laufe der Oberstufe wählen möchte, in der Einführungsphase bereits belegt worden sein muss. Das ist auch sinnvoll, weil die Unterrichtsinhalte natürlich aufeinander aufbauen und einem Inhalte fehlen würden, würde man erst in der Qualifikationsphase zu so einem Kurs hinzustoßen. In der Qualifikationsphase belegt man 2 Leistungskurse und 8 Grundkurse. Das sind weniger Kurse, weil die Leistungskurse mit einem größeren Stundenumfang unterrichtet werden. Die beiden Leistungskurse sind Teil der Abiturprüfung, ebenso wie 2 Grundkurse, die man als seine Abiturfächer wählt. Weiterhin werden noch Grundkurse unterrichtet, die bis zur Zulassung belegt werden. Ich habe eben vom Kontinuitätsprinzip gesprochen. Natürlich gibt es wie immer auch hier Ausnahmen. Die eine Ausnahme gibt es im Bereich der Jahrgangsstufe Q1. Es gibt Projektkurse, die man wählen kann und die tatsächlich nur ein Jahr lang laufen. Das Gleiche gilt für das Fach Literatur. In der Jahrgangsstufe Q2 muss man die Fächer Geschichte oder Sozialwissenschaften neu belegen, wenn man sie nicht im Laufe der restlichen Qualifikationsphase bereits belegt hat. Die ganzen Leistungen, die man in diesem Bereich in der Qualifikationsphase erbracht hat, gehen mit 2/3 in die Abiturprüfung ein. Was sind also die zentralen Merkmale der Einführungsphase? Zunächst eben das Kontinuitätsprinzip. Alle Fächer, die ich im Laufe der Oberstufe wählen möchte, muss ich in der Einführungsphase bereits wählen. Deshalb ist es ebenso wichtig, sich die ganze Oberstufe vor Augen zu führen und auch durchzuwählen, schon einmal in Gedanken sich überlegt zu haben, was möchte ich denn in der Qualifikationsphase für Fächer belegen, was könnten meine Abiturfächer sein.
Die Einführungsphase ist natürlich auch eine Vorbereitung auf die Qualifikationsphase, und zwar in mehreren Hinsichten. Das ist einmal natürlich, dass die fachliche Grundlegung erfolgt, weil die Voraussetzungen gelegt werden, auf denen die Fächer in der Qualifikationsphase aufbauen. Es erfolgt da aber auch eine Schulung von Arbeitsmethoden, die für die verschiedenen Fächer grundlegend sind und mit denen ich dann meine weiteren Kenntnisse im Laufe der Qualifikationsphase erwerbe. Außerdem gibt es natürlich auch im Rahmen der Einführungsphase eine studien- und berufskundliche Orientierung, die in einem zweiwöchigen Berufspraktikum besteht, das um die Osterferien herum stattfindet. Angebote zur Förderung gibt es in Form von sogenannten Vertiefungskursen. Diese Vertiefungskurse sind dazu da, in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für so solide Grundlagen zu sorgen, dass ein gutes Mitarbeiten in diesen Fächern in der Qualifikationsphase möglich ist, auch wenn man eventuell Lücken aus der Mittelstufe mitbringt in diesen Fächern. Was natürlich ganz wichtig ist, ist der mittlere Schulabschluss, der am Ende der Einführungsphase erworben wird und damit der erste, etwas höhere Abschluss auf unserer Schule ist, den man als Schüler dann tatsächlich schon in der Tasche hat. Das Fächerangebot, aus dem ich in der Einführungsphase wählen kann, umfasst einige Pflichtfächer und einige Fächer, aus denen ich auswählen kann. Die Fächer sind in verschiedene Aufgabenfelder unterteilt, wie man sieht. Das ist einmal hier das Aufgabenfeld 1. Das umfasst die Sprachen und den künstlerisch-musischen Bereich. Dann gibt es das Aufgabenfeld 2, das umfasst die Gesellschaftswissenschaften, und das Aufgabenfeld 3 mit den Naturwissenschaften. Religion und Sport gehören zu nicht zugeordneten Fächern. Was muss ich jetzt nun wählen? Deutsch ist ein Pflichtfach, das in der Einführungsphase gewählt werden muss und auch bis zum Abitur gewählt werden muss. Es muss nicht zwangsläufig ein Abiturfach sein, aber bis zum Ende der Qualifikationsphase muss das Fach Deutsch belegt werden. Außerdem muss eine weiterführende Fremdsprache aus der Sekundarstufe 1 belegt werden. Das ist in der Regel Englisch. Natürlich können die Fächer Latein und Französisch auch weiter belegt werden. Es kann aber auch eine neu einsetzende Fremdsprache, das ist in unserem Fall Spanisch, belegt werden, zusätzlich zu der Sprache, die aus der Sekundarstufe 1 fortgeführt wird. Von den Fächern Kunst und Musik wird einfach gewählt. Man kann leider nicht beide Fächer wählen, sondern muss sich entscheiden zwischen Kunst oder Musik, das dann bis zum Ende der Qualifikationsphase 1 weitergeführt werden muss oder durch das Fach Literatur in der Q1 ersetzt werden kann. Das zweite Aufgabenfeld umfasst die Gesellschaftswissenschaften. Aus den Gesellschaftswissenschaften muss mindestens ein Fach gewählt werden. Es ist aber vielleicht sinnvoll, zwei Fächer zu wählen, damit man auch noch eine Auswahl hat und überlegen kann, was man vielleicht in der Qualifikationsphase weiter belegen möchte und welche der Gesellschaftswissenschaften das Abiturfach werden soll. Zur Wahl stehen Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften und Pädagogik. Das Fach Philosophie ist ein bisschen eingefärbt. Es kann als Ersatz für Religion ebenfalls gewählt werden und deckt dann im Abitur den Bereich der Gesellschaftswissenschaften ab. Mathematik ist wiederum ein Pflichtfach, das bis zum Ende der Qualifikationsphase belegt werden muss. Außerdem muss eine
Naturwissenschaft, mindestens eine Naturwissenschaft gewählt werden. Das kann Physik, Biologie oder Chemie oder auch mehrere der Naturwissenschaften sein. Jetzt steht hier noch zweite Fremdsprache oder zweite Naturwissenschaft. Jeder Schüler muss im Laufe der Oberstufe einen Schwerpunkt bilden. Das heißt, er muss entweder zwei Fremdsprachen belegen oder zwei Naturwissenschaften. Die zweite Naturwissenschaft kann dann auch Informatik sein. Die zweite Fremdsprache könnte beispielsweise Englisch und Französisch, Englisch und Latein oder Englisch und Spanisch sein. Das Fach Religion ist ein Pflichtfach, das aber gegen das Fach Philosophie ausgetauscht werden kann. Sport ist selbstverständlich auch ein Pflichtfach, das auch bis zur Qualifikationsphase 2 für Ausgleich und Entspannung sorgen kann und sogar als Leistungskurs gewählt werden kann, aber da kommen wir später zu. Die Vertiefungskurse in Deutsch, Mathematik oder Englisch sind ein Zusatzangebot für Schüler, die sich in einem der drei Fächer oder auch zweien besonders fit machen sollten oder möchten. Hier ist das Fächerangebot für diese Jahrgangsstufe abgebildet. Im Aufgabenfeld 1, also in dem sprachlich-literarischen Aufgabenfeld, werden angeboten die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, Spanisch neu und Kunst oder Musik. In den Fächern Deutsch und Englisch gibt es Vertiefungskurse, wobei die zwei Vertiefungskurse dafür sorgen, dass man wirklich gut gerüstet in die Qualifikationsphase eintreten kann, also nochmal an Schwächen, die man vielleicht aus der Mittelstufe mitbringt, arbeiten, während der Cambridge-Kurs zu einem Sprachzertifikat im Laufe der Oberstufe führen soll. Im Aufgabenfeld 2, dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld, werden die Fächer Geschichte, Erdkunde, Pädagogik, Sozialwissenschaften und Philosophie angeboten. Das Aufgabenfeld 3 ist durch Mathematik, zu dem es auch einen Vertiefungskurs gibt, Biologie, Chemie, Physik und Informatik vertreten. Die Fächer katholische und evangelische Religionslehre und Sport sind den Aufgabenfeldern nicht zugeordnet, werden aber selbstverständlich auch angeboten. Wegen des Kontinuitätsprinzips, also der Tatsache, dass alle Fächer von der Einführungsphase an belegt werden müssen, ist es sinnvoll, sich schon bei den Wahlen zur Einführungsphase darüber im Klaren zu sein, welche Möglichkeiten und Pflichten die Qualifikationsphase mit sich bringt. Da gibt es zum einen die Differenzierung in Grund- und Leistungskurse. Ich kann zwei Fächer zu Leistungskursen machen. Alle anderen Fächer laufen als Grundkurse weiter. Alle Leistungen fließen in die Gesamtqualifikation ein und bilden zwei Drittel der Abiturnote. Das heißt, das Abitur setzt sich nicht nur aus der Abiturprüfung zusammen, sondern auch zu zwei Dritteln aus den Noten, die ich im Laufe der Qualifikationsphase erhalten habe. Außerdem muss man im Blick haben, welche Bedingungen die Abiturfächer erfüllen müssen. Sie sind nicht ganz frei wählbar, sondern müssen dem sprachlichen Bereich, dem mathematisch-naturwissenschaftlichen und dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich entspringen. Das heißt, drei Fächer müssen aus diesen drei Bereichen kommen. Das vierte ist frei wählbar. Leider gibt es noch eine weitere Bedingung, nämlich aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache müssen zwei unter den Abiturfächern sein. Wie eben bereits erwähnt, werden in der Jahrgangsstufe Q1 Projektkurse angeboten. Diese Projektkurse sind an bestimmte Themen gebunden.
Seit vielen Jahren gibt es immer wieder den Projektkurs, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Ein Projektkurs, der sich mit dem Holocaust in Deutschland beschäftigt. Und einen weiteren Projektkurs, Fußball als wirtschaftlicher und sozialer Faktor, in dem die Schüler auch einen Trainingsschein erwerben können. Die Form des Arbeitens in den Projektkursen ist selbstständig und kooperativ, denn ein Projekt soll am Ende des Kurses vollendet worden sein. Dazu ist es notwendig, dass die Schüler gemeinsam arbeiten und auch selbstständig die Fortführung des Projektes vorantreiben. Da es sich um ein Projekt handelt, findet die Benotung auch erst am Ende des Jahres statt und zählt dann natürlich für das ganze Schuljahr. Der Umfang an Wochenstunden sind zwei aufeinanderfolgende Kurse in der Q1, also im ersten und zweiten Halbjahr, mit jeweils 3 Wochenstunden, wobei dadurch das projektorientiert gearbeitet wird, viele Stunden vielleicht gar nicht unbedingt an den Stellen stattfinden, an denen sie im Stundenplan liegen, sondern auch an anderen Stellen stattfinden. Weshalb muss ich jetzt schon über Projektkurse nachdenken? Es gibt die Rahmenbedingungen. Diese Projektkurse sind jeweils an Referenzfächer gebunden. Und der Kurs, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, ist beispielsweise an die Fächer Geschichte und Sozialwissenschaften gebunden. Das heißt, wenn ich diese beiden Fächer nicht belegt habe, kann ich auch den Projektkurs nicht belegen. Fußball als wirtschaftlicher und sozialer Faktor hat die Referenzfächer Sozialwissenschaften und Sport. Das ist deutlich einfacher, weil Sport ein Pflichtfach ist, das ja ohnehin jeder belegt. Aber es werden in jedem Jahr auch noch weitere Fächer angeboten, die ebenfalls gewählt werden können. Ebenso wie in der Einführungsphase gibt es auch in der Qualifikationsphase Pflichtfächer und Pflichtbelegungen. So muss das Fach Deutsch in der gesamten Qualifikationsphase belegt werden. Außerdem muss eine Fremdsprache ebenfalls in der gesamten Qualifikationsphase belegt werden. Die Fächer Kunst, Musik und Literatur, aus diesem Bereich muss ein Fach in der Qualifikationsphase 1, also in der Jahrgangsstufe 11, belegt werden, kann aber auch weiter belegt werden. Eine Gesellschaftswissenschaft muss bis zum Abitur belegt werden und muss auch im Abitur vertreten sein. Wenn ich also nur eine Gesellschaftswissenschaft belegt habe, ist die automatisch auch Abiturfach. Das Fach Mathematik muss in der gesamten Qualifikationsphase belegt werden, ebenso wie eine Naturwissenschaft, also Biologie, Chemie oder Physik. Nur in der Qualifikationsphase 1, also der Jahrgangsstufe 11, muss eins der Fächer Religion oder Philosophie belegt werden, kann aber auch wieder bis zum Abitur weitergeführt werden. Der Schwerpunkt, der schon in der Einführungsphase gebildet wird, zieht sich auch in der Qualifikationsphase weiter. Das heißt, entweder muss eine zweite Fremdsprache belegt werden oder eine zweite Naturwissenschaft. Hier kann die zweite Naturwissenschaft aber auch das Fach Informatik sein. Das Fach Sport läuft wiederum bis zum Abitur, also über die gesamte Qualifikationsphase weiter. Die gestrichelte Linie führt zu einem Projektkurs, der nur wahlweise belegt werden muss, wie ich oben bereits sagte. Die Fächer werden ab der Qualifikationsphase 1 aufgeteilt in Leistungskurse und Grundkurse. Was bei der Wahl von Leistungskursen zu beachten ist, hören wir in der nächsten Folie. Aus den Grundkursen der Einführungsphase wählt man 2 Kurse als Leistungskurse. Wie man hier sieht, sollten einem diese Leistungskurse auf jeden Fall am Herzen liegen. Es sollten also Fächer sein, für die man gerne arbeitet und für die man bereit ist, etwas mehr zu arbeiten. Denn der Stundenumfang der Leistungskurse ist höher als für die Grundkurse.
Außerdem sind die Leistungskurse auf jeden Fall Fächer der Abiturprüfung. Deshalb werden die Leistungskurse auch spätestens ab dem Beginn der Qualifikationsphase 1 schriftlich belegt. Günstig ist natürlich, wenn man ein Fach, das man als Leistungskurs wählen möchte, auch in der Einführungsphase bereits schriftlich wählt. Bei der Wahl der Leistungskurse sind noch ein paar allgemeine Regeln zu beachten. So gibt es einen ersten Leistungskurs und dieser muss aus den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie oder Chemie gewählt werden. Außerdem ist natürlich zu beachten, dass zwei der Fächer im Abitur aus dem Bereich Deutsch, Mathematik oder Fremdsprache kommen müssen. Der zweite Leistungskurs ist frei wählbar und kann ein beliebiges Fach aus dem Leistungskursangebot sein. Bei der Wahl der Leistungskurse muss man natürlich die Bestimmungen, die für die Festlegung der Abiturfächer gelten, im Hinterkopf haben. Sie sind ja schon zwei der Abiturfächer. Die Abiturfächer müssen die drei Aufgabenfelder abdecken, nämlich das Sprachliche, das Gesellschaftswissenschaftliche und das Mathematisch-Naturwissenschaftliche. Dabei deckt das Fach Religionslehre das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld ab. Damit habe ich dann schon drei Abiturfächer gewählt. Das vierte Abiturfach kann einem dieser drei Bereiche entspringen oder ein nicht zugeordnetes Fach sein, wie zum Beispiel Sport, Musik oder Kunst. Man muss natürlich wiederum im Hinterkopf haben, zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache müssen unter den vier Abiturfächern sein. Aus diesen Bedingungen ergeben sich Konsequenzen für die Wahl der Abiturfächer und die Kombinationen, die möglich sind. Unabhängig von der Wahl als Grundkurs oder Leistungskurse ist es ausgeschlossen, zwei Naturwissenschaften im Abitur zu belegen, eine Naturwissenschaft und Sport als Abiturfächer zu belegen oder eine Naturwissenschaft und Kunst und Musik. Denn in dem Fall könnte man nicht mehr alle anderen Pflichtbindungen abdecken. Folgende Kombinationen bedingen Mathematik als Abiturfach, weil auch sonst nicht mehr zwei aus den drei Fächern Deutsch, Fremdsprache, Mathematik im Abitur belegt sein könnten, nämlich die Wahl von Kunst oder Musik, die Wahl von Sport als Abiturfach, die Wahl von zwei Fremdsprachen als Abiturfächern oder die Wahl von zwei Gesellschaftswissenschaften. Natürlich müssen auch in der Oberstufe schriftliche Leistungen in Form von Klausuren erbracht werden. Die Verpflichtung, Klausuren zu schreiben, gilt für das Fach Deutsch von der Einführungsphase bis zum Ende des ersten Halbjahres der Q2. Das gleiche gilt für eine Fremdsprache, auch für eine neu einsetzende Fremdsprache, sowie für Mathematik. Das sind die Fächer, die man aber auch aus der Mittelstufe schon als schriftliche Fächer kennt. Neu ist, dass auch in Naturwissenschaften eine Klausur geschrieben wird, auf jeden Fall in der Einführungsphase. Und wenn man seinen Schwerpunkt naturwissenschaftlich besetzt, dann auch in der Qualifikationsphase. Das Gleiche gilt für Gesellschaftswissenschaften. Auch Gesellschaftswissenschaften werden schriftlich belegt, sowohl in der Einführungsphase als auch in der Qualifikationsphase. Denn eins der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer muss ja auf jeden Fall Abiturfach sein. Die Abiturfächer werden schriftlich belegt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ein Schüler 10 Klausuren schreiben muss, sondern diese Abiturfächer sind ja bereits in den Fächern hier Deutsch, Fremdsprache, Mathe, Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft größtenteils enthalten. Höchstens eins dieser Fächer kann nicht zugeordnet sein, wie zum Beispiel Sport oder Musik. Folgende Hinweise zur Wahl sollte man besonders berücksichtigen. Zunächst muss
erfolgt eine Wahl der Fächer bis zum Abitur. Allerdings ist das nicht unumstößlich, denn sofern es die Schullaufbahn und das Kursangebot erlauben, sind da auch nochmal Korrekturen möglich. Wenn ich zum Beispiel am Ende der Jahrgangsstufe 9 einen Englisch-Leistungskurs gewählt habe und merke im Laufe der Einführungsphase, dass ich eigentlich noch lieber einen Deutsch-Leistungskurs hätte, ist da ein Wechsel in der Regel immer möglich. Man muss beachten, dass es das Kontinuitätsprinzip gibt. Das heißt, die Wahlen in der Einführungsphase sollten möglichst so breit angelegt werden, dass man auch in der Qualifikationsphase dann immer noch die Fächer weiter wählen kann, die man auch gerne hätte. Zum Beispiel ist es ganz sinnvoll, entweder zwei Naturwissenschaften oder zwei Sprachen zu wählen, um sich nicht vorzeitig auf einen Schwerpunkt festzulegen, es sei denn, man weiß ganz sicher, man ist eher ein sprachlicher oder ein naturwissenschaftlicher Typ. Außerdem ist es sinnvoll, zwei Gesellschaftswissenschaften zu wählen, um sich nicht zu frühzeitig auf ein Abiturfach festzulegen. Man sollte die Schriftlichkeit beachten. Die Abiturfächer müssen von Beginn der Q1 an schriftlich belegt werden. Deshalb ist es auch ganz sinnvoll, sie auch schon in der Einführungsphase schriftlich zu belegen, um zu üben, Klausuren in diesen Fächern zu schreiben. Es gibt ein kleines Programm, mit dem man das Wählen üben kann. Es heißt Lupo und hilft dabei zu kontrollieren, ob die Fachkombinationen, die man sich überlegt hat, auch so, wie man es möchte, gewählt werden können. Zu Lupo gibt es hier auf dem Moodle-Kurs eine extra Anleitungsvideo. Das ganze Beratungsteam wünscht schon jetzt allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 viel Erfolg in der Oberstufe.